Guten Morgen, es ist Dienstag und ja, ich habe mich nicht nur aufgerafft, ich habe mich auch die Hühnerleiter hochgerafft und das schon aller Herrgottsfrüh. Das einzige Gute ist, ich bin ausgeschlafen, einigermaßen, also das ist nicht jeden Tag so, aber heute geht's. Ja, eigentlich ja, muss ich mich heute fast dazu zwingen. Einfach nur, weil Dienstag ist und weil ich es vorhatte, heute aufzunehmen und weil Dienstag ist. Aber ich habe gerade festgestellt, es ist immer noch verdammt heiß hier herum. Jedenfalls wärmer als unten. Das, ja. Aber ich hätte sowieso raufkommen müssen, weil ich muss was holen, was hier herum lagert. Und ich unten brauche ein Tuch. Also der Weg war jetzt nicht ganz umsonst. So gesehen. Was habe ich heute? Ich habe zwei Strickprojekte, mehr ist es nicht. Na, mehr ist es nicht. Also, das eine ist meine Monsterdecke und das andere ist meine gelbe Weste im Patentmuster. Und eigentlich könnte man jetzt schon den Schluss machen, könnte man verabschieden. Das war's. Schönen Tag noch und auf Wiederschauen. Ja. Naja, ich habe eigentlich gedacht, dass ich am Wochenende mehr mache, stricktechnisch gesehen, dass ich mich da richtig drauf stürze wie ein Vollidiot und stricke, stricke, stricke. Aber naja, aus dem Wochenendgestrick ist eigentlich nur ein Sonntagsgestricke geworden und da machst halt nicht so viel. Ja, also. Das ist ja ganze Woche nicht dazukommen und Samstag waren wir auch den ganzen Tag nicht da und so ist es. Also wir waren ganz spontan den ganzen Samstag nicht da. Sonst hätte ich ja eh brav in die Nadeln hineingeglüht. So. Monsterdecke. Die Monsterdecke habe ich jetzt da heroben und die bleibt da heroben. Und wenn die fertig ist, wird die auch da heroben bleiben. Insofern. Alles gut. Außerdem habe ich ja meine Wollreste in einer Kiste auch hier heroben und somit war's das. Und jo, wo war ich da? Wo war ich da? Ich weiß gar nicht. Jetzt weiß ich aber auch wieder, welchen Sinn dieser Marker gehabt hat, den ich dann rausgenommen habe, weil ich mir gedacht habe, was baumelt hier blöd ein Marker herum. Jetzt fällt es mir gerade auf, jetzt wollen wir drüber reden. Das war sicher so als Progresskeeper gedacht, aber ich habe ihn entfernt. Okay. Ja, ist jetzt so, ne? Also meine Monsterdecke stricke ich auf 5er Nadeln. Und bei der habe ich ja durchgehend einen schwarzen Faden, keinen roten, sondern einen schwarzen Faden. Und dann halt immer irgendein Restel dazu. Ja, und ach, die ist halt, wie soll ich das jetzt sagen? Die wird jetzt nicht Monsterdecken groß. Die ist halt normal breit, würde ich mal behaupten. So, 90 glaube ich. Ein Manndecke oder ein Fraudecke, wie man es nimmt. Und dann ist die lang genug, dass man sich bis zum Hals, also ich auf meine Gräß zudecken kann, dann, wenn sie fertig ist. Glaub schon. Und jetzt bin ich eben hier dabei den Knick. Und jetzt mache ich das Dreieck fertig sozusagen. Ja, also hier bin ich jetzt und jetzt gibt es nur noch Abnahmen, bis keine Maschen mehr über sind. Glaube ich. Mir fehlt immer noch ein bisschen der Plan für das ganze Ding. Also, aber es hat eine gewisse Logik. Also das ist jetzt, wäre dann die Länge. Also ich halte jetzt der Länge nach und jetzt machen wir hier noch ein Dreieck dran und dann ist es fertig und gut ist es. Aber das wird jetzt auch nicht an einem Wochenende passieren. Also da habe ich schon noch einiges vor mir. Aber es ist ein Ende in Sicht. Ja, wir werden die Maschen weniger. Ich merke es zwar noch nicht, aber angeblich werden die Maschen jetzt weniger. Ja, mein zweites Strickprojekt. Ich bin fast monogam unterwegs, so gesehen. Also,
Na, ich würde so gern, und ich würde so gern einen Pullover anfangen, und zwar den, wie heißt er? Weil ich war im Sommer auf einem Wollfest, einem Mini-Wollfest, und habe ordentlich auch zugeschlagen, wolletechnisch, und habe die auch schon brav gewickelt, und die Anleitung und alles liegt bereit, aber wie heißt der jetzt? Den habe ich nämlich schon einmal gestrickt gehabt, angefangen gehabt aus handgesponnener Wolle und dann wieder komplett auftrennt. Ach, dieser Pullover da von der Andrea Mauri da, die Dings da mit diesen Hebemaschen. Jetzt wollte es mir nicht einfach, ist egal. Also den würde ich dann gern aus der Wolle, die ich da habe, da habe ich 4 oder 5 Stränge sind das, jetzt weiß ich es gar nicht. Weil ich die schon eine Weile nicht mehr gesehen habe. Seit ich es gewickelt habe, habe ich es nicht mehr gesehen. Weiß ich gleich gar nicht mehr. Kann ich mich an die Freunde gar nicht mehr erinnern. Aber es ist derzeit in meinem Farbbeuteschema herbstfarbenmäßig. Mehr weiß ich jetzt auch nicht. Ich kann mich jetzt echt nicht so erinnern. Aber ist ja wurscht. Irgendwann halte ich es euch in die Kamera. Ja. Was ich hier bei diesem Westelchen jetzt endlich mal machen muss, ist Fäden vernähen, weil jetzt gehen sie mir schon so richtig wohin, ja. Ich habe nicht nur Fäden, ich habe ja halbe Knäuel da dran hängen, weil ich am Ende der Reihe aufhöre. Ich will das nicht mittendrin vernähen müssen, nicht beim Patentmuster und so. Ich habe dann ein bisschen die Sorge, dass man das sieht und ich mir dann die ganze Weste verkackt damit. Ja, also da bin ich jetzt einmal so konsequent und nicht am Wolle spannen, sonst will ich ja Wolle spannen und strick das, wo es aufhört, hört es auf. Aber diesmal nein, höre ich rechtzeitig auf, wenn ich weiß, da geht sich jetzt keine Reihe, keine Linie mehr damit aus. Dementsprechend schaut es aus wie Sau. Wie Sau. Und das geht einmal gar nicht. Also ich bin kein Freund von Fadenenden, die so sinnlos herumhängen. Ich habe jetzt eine von diesen Hilfslinien da entfernt. Die war oben bei dem, wo ich mit den Zunahmen fertig war, von dieser Raglan-Schräge. Man sieht, dass da was drinnen war. Man sieht's. Ich habe hier jetzt einen Strich quer durch. So. Naja, ja, ich weiß nicht. Schaut halt selber hin. Man sieht's. Wurscht, es wird sich schleichen, hoffe ich. Weil sonst habe ich weiter unten noch das Problem, bei noch mehr Maschen, dass man das dann nachher sieht, wenn ich das Ding raushol. Aber ich brauche es nicht. Ich werde die jetzt auch wieder versetzen, weil ich momentan an dieser Rundstricknadel hier gar nicht stricken tue, weil da wird die Wolle aus. Ne? Und Wolle aus, ist soweit. Dann ist soweit, dann ist Ärmelzeit. Ja, und deswegen werde ich diesen Hilfsfaden da setzen, so wo ich jetzt bin. Aber nicht gleich. Also nicht jetzt gleich und sofort. Ich muss mir jetzt da keinen Stress machen, ja. Glaub nicht. Also blöd wird es nur, wenn man eine von die zwei Enden rausrutscht, dann wird es richtig, richtig bescheuert, blöd. Richtig doof wird es dann vielleicht. Sollte ich es doch demnächst angehen mit der Rettungsleine da. Aber zuerst möchte ich die Fäden vernähen. Wirklich überall baumeln die immer dumm. Und dann kreuz und quer und überall sind sie. Penetrant, lästig, ein Wahnsinn. Immer im Weg. Ständig queren sie mein Gestrick. Ja, und jetzt habe ich begonnen mit dem ersten Ärmel. Damit einmal das Übel hier wegkommt. Ja, und das war quasi jetzt meine Sonntagsarbeit. Also ich habe Maschen aufgenommen in der Anzahl, die in der Anleitung steht. Und dann habe ich eine Runde drüber oder zwei sogar drüber gestrickt. Ich weiß gar nicht, man hat mir das überhaupt nicht gefallen tun. Tun, tun. Und dann habe ich das wieder aufgemacht und habe nochmal Maschen aufgenommen, aber ich habe es dann nicht aus diesem Knötchenrand, weil dafür haben wir nämlich einen Knötchenrand hier gestrickt, ja.
extra, um da schön Maschen aufzunehmen, aber die Angie war halt zu blöd und hat geschissen ausgeschaut. So, und deswegen habe ich mir gedacht, ja, pfeifen wir gleich auf diesen Knötchenrand, aber schön, dass wir ihn gemacht haben, weil das wird nichts, das ist einfach nur schier. Und dann habe ich einfach aus der ersten Quer, ging ja dann quer, Querreihe von diesen Patentmaschen, quasi rechten Maschen, in etwas größeren rechten Maschen, die Maschen aufgenommen. Deswegen hat sich jetzt ein bisschen diese erste, also diese Reihe da von diesen Patentmaschen ein bisschen schief verzerrt, aber das ist immer noch, ich meine, nicht schön, immer noch nicht schön, aber schöner als mit dem Knötchenrand, weil mit dem Knötchenrand hatte ich dann so noch so, also diese linken Maschen so lange gedingst und dann hat das ausgeschaut wie die Sau, ja, also wirklich wie die Sau. Kann man nicht empfehlen. Was ich auch vielleicht gut bewähren würde, wäre ein etwas längeres Seil, aber da nimmt man halt, was gerade herumkugelt. Ja? Ich nehme einfach irgendwas, achte nicht auf die Seillänge, ist ja wurscht, freue mich, ist schon zusammengeschraubt, weil hat wieder keiner weggerannt. Und ja, aber könnte länger sein, das Seil. Nein, es geht, aber könnte länger sein. Für den Magic Loop hier Aufwand bei dem Ärmelgestrick. Ja. Ich habe mir auch schon gedacht, also jetzt, wo diese Weste so wirklich arg gedeiht, ne, also ich meine, da geht ja auch Hölle was weiter, kann man sagen. Und ich finde, man sollte auch immer irgendwie einen Trend setzen. Also ich habe mir gedacht, ich setze jetzt einen Trend. Und die Mode geht jetzt im Winter in Richtung ein Ärmelweste. Weil also nach dem Stückel Ärmel habe ich eigentlich schon genug. Und deswegen glaube ich nicht, dass die Weste einen zweiten Ärmel kriegen wird. Außerdem schaut scheiße aus mit den Aufnahmen da, ne, am Rand. Und deswegen wird das eher eine Einärmelweste werden. Und ja, aussuchen kann ich mir es jetzt nicht mehr, ob ich den Ärmel links oder rechts trage. Die Entscheidung ist gefallen, einfach weil so, ohne große Überlegung und weil ich ja da zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gewusst habe, dass es nur ein Ärmel wird. Ne? Deswegen habe ich halt jetzt einen rechten Ärmel, aber passt eh, habe ich halt einen rechten Ärmel. Das ist ja jedem dann für sich überlassen, also wie er das dann macht. Ne? Aber ich sag's euch, also der Ein-Ärmel-Trend, der wird's in dem Winter, also der wird sicher. Und warum nicht, ne? Also ich meine, warum nicht? Es gibt kein Ohrhasen oder ein Ohrhasen oder wird es, dann gibt's auch ein Ein-Ärmel-Westen-Ding. Gibt's auch eine Ein-Ärmel-Weste. Ja, so. Das ist die Novemberjacke von der Petit Nitz übrigens. Und ja, ist eine Kaufanleitung und hat mir auch Orgerätsel auch schon aufgegeben. Ja, aber das habe ich schon erzählt. Kann mich gerade erinnern, das habe ich schon erzählt. Das mache ich jetzt nicht noch einmal. Sonst so, wenn man dann verstanden hat, ist die Konstruktion ja gar nicht so doof. Ja? Also man fängt da an. Und nachdem ich ja schon wieder nicht gewusst habe, was es werden soll und wieso und warum, fängt man hier an, Maschen anzuschlagen. Und wenn ich gewusst hätte, hätte ich gleich einmal da was anderes gemacht, dann hätte ich hier einen provisorischen Anschlag gemacht, weil dann muss man da auch wieder die Maschen aufnehmen. Und auch das ist so, dass es geschissen ausschaut. Das habe ich auch zweimal gemacht, weil es beim ersten Mal habe ich das so getan wie in der Anleitung, nämlich in die Linksmaschen habe ich eingestochen, in die Knötchen. Oder ich habe es nicht so mit die Knötchen. Und dann hat das richtig schier ausgeschaut. Scheiße, schier. Und dann habe ich es wieder aufgemacht und habe nicht in die Knötchen eingestochen, sondern in die rechten Maschen. Und schaut jetzt auch noch immer nicht so. Also man sieht halt hier leider den Übergang. Da nicht, weil da strickst du einfach weiter
Aber da, wo ich angeschlagen habe, die Maschine sieht man, ist halt jetzt dieser, ja, es stört mich. Ja, es stört mich. So, und dann ist es halt so, jetzt läutet mein Handy, ich glaube es nicht. So, ja, warum nicht noch mehr Turnübungen in der Früh? Also, ja. Na, mich ruft ganz selten wer an, ja, also wirklich, mein Telefon läutet eigentlich nie, aber na Gott sei Dank, weil ich brauche das ja nicht. Ich bin keine, die gerne telefoniert, weil ich in der Arbeit dieses Telefon habe, dieses lästige, und dann reicht es auch wieder. So, ein bisschen aus Atem, ja, einmal stehen, alle stehen auf, geht schon, was. Nichts geht mehr. So, Luft weg. Ja, wo war ich? Keine Ahnung. Genau, hinten war man. Und dann macht man diese Raglan-Schrägen da auf beiden Seiten gleichzeitig. Nur zum Zeigen ist doof. Diese da. Und dann strickt man das ganze Ding noch geradeaus weiter, bis man bestimmte Anzahl von Zentimeter hat. Und dann eben nimmt man die Maschen auf und strickt geradeaus so ein Vorderteil. Also vielleicht das andere Zeigen. Geradeaus so ein Vorderteil, bis das auch lang genug ist, zum einmal dann alles zusammenfügen. Also ich finde es von der Konstruktion sehr interessant. Natürlich bin ich wie immer am Überlegen, mit welcher Wolle ich die nächste Novemberjacke stricken könnte, in dem wunderschönen Patent, bei dem eigentlich gar nichts weitergeht, weil ich nämlich beim Patentmuster stricken langsam bin wie eine Schnecke. Und blind stricken kann ich das auch nicht. Also ich kann rechte, linke Maschen, kann ich alles blind stricken, brauche nicht hinschauen, kann ich fernschauen, wunderbar. Beim Patentmuster geht das nicht. Das hätte verheerende Folgen und nicht umsonst ziehen wir so Notleinen da ein. Ne? Nicht nur, weil es lustig ist und so viel Spaß macht. So. Ja, also das sind eigentlich meine beiden Projekte. Die Monsterdecke stricke ich, wenn ich da oben bin. Aber ich glaube nicht, dass ich die Woche viel da heroben bin, ja. Wahnsinn, es ist jetzt auch wieder Sommer geworden. Wir haben ja gestern, also gestern war es affenartig heiß, affenartig. Und zwar so, dass man eigentlich nicht mehr damit rechnet und irre, irre. Also über 30 Grad, 31 Grad, glaube ich, hat es gestern gehabt in der Innenstadt. Ja, ist eh super, ne? Ist eh super an und für sich, habe ich jetzt nicht unbedingt was dagegen, weil kann ich immer noch mit dem Moped fahren, ist überhaupt kein Thema, kannst, ne? Brauchst nicht so viele Schichten, also so viel nicht, weil das mit dem Jacken, Haubenschal und so geht dann ja dann auch wohin. Ja, aber da heroben ist es halt jetzt auch wieder sehr heiß geworden. Das war schon besser. Das war schon besser. Also es war schon ziemlich gleich unten oben, gleiche Temperatur, das ging schon. Jetzt ist es wieder so, dass ich eigentlich nicht da herum sitzen und fernschauen möchte. Dann doch lieber unten. Aber ja, wird schon wieder werden, hoffe ich. So. Dann habe ich mir jetzt was gekauft, wo ich 2 Wochen lang drüber nachgedacht habe. In dieser Wahnsinnsinvestition. Ich meine, manchmal muss es dir wirklich gut überlegen. Weil, gibt mir jetzt auch nicht so locker flockig aus, ja? Für ein neues Hobby. Für ein neues Hobby, das ich noch nicht einmal angefangen habe, von dem ich eigentlich keine Ahnung habe. Manchmal hasse ich dieses Instagram und so weiter, weil da kriegt man dann so Vorschläge, ne? Irgendwie kriegt dieses Instagram mit, dass ich es mit den Handarbeiten habe und dann zeigt es mir Leute, die auch Handarbeiten. Und halt Dinge machen, die ich noch nicht gemacht habe. Von denen ich zwar vielleicht einmal gehört oder schon mal gesehen habe, vielleicht, wenn ich ein Glück habe, aber ich habe es noch nie getan. So, also jetzt war ja das zum Beispiel mit dem Perlenhäkeln so, das, ne, mit dem Armband, dass ich da angefixt worden bin auf Instagram und also Instagram mich daran erinnert hat, warte mal, da gibt es noch was, ne? Das hast du schon lange nicht mehr getan. Und jetzt hat mir dieses Instagram etwas gezeigt, das habe ich noch nie getan. Ja, und dann habe ich da echt 2 Wochen jetzt drüber nachgedacht, ob ich mir das antue. Vielleicht tue ich mir es eh nicht an.
kann mich ja immer noch so, ne? Ich kann sie bleiben lassen, es zwingt mich ja keiner. Ich habe mir zwei so Dinger bestellt, weil die braucht man für das neue Hobby, das ich jetzt vielleicht anfange. Das braucht man. Und dann braucht man halt noch so einen Faden, so einen Häkelgarn zum Beispiel. Und das wickelt man dann da in der Mitte auf. Und dann kann man mit dem, so indem man das so durch so bestimmtes hält, so hin und her, drüber, drunter, drüber, drüber, links, kann man dann so kleine Knötchen bilden aus dem Häkelgarn. Und dann macht man so ein Spitzending. So ein Spitzending. So wie beim Klöppeln, so ein Spitzending, nur nicht Klöppeln, sondern das sind, also da gibt es ja mehrere Namen für die Dinger. Das sind so, ich weiß auch nicht, wie man sagt, Ochi-Schiffchen. Man sagt auch Tetting dazu. Und dann gibt es noch ein Wort mit F. Ja, es gibt ein Wort mit F, aber für das habe ich jetzt vergessen, wie es heißt. Ist egal. Aber wenn man googelt, danach kommen eh alle drei Wörter und so. Und natürlich gibt es Videos auf YouTube, wo man gezeigt kriegt, wie das geht. Das habe ich getan. Ich habe mir angeschaut, wo mir gezeigt wird, wie das geht, und habe mir gedacht, könnte ich hinkriegen. Also jetzt nicht die hohe Kunst vielleicht, aber so mal so wie eine Luftmaschenkette, so ein Ding, das könnte ich hinkriegen. Für den Anfang, weil irgendwo musst du ja anfangen. Und ja, jetzt habe ich zwei Dinger. Und als Draufgabe, aber die sind noch nicht da, habe ich mir auch eine Tetting-Nadel bestellt, so eine lange, weil man kann das auf so einer langen Nadel auch irgendwie dann in einer bestimmten Technik draufschlingen, fragt es mir nicht, und so. Also viel weiter habe ich nicht geschaut auf dem YouTube, weil solange ich die Werkzeuge dazu nicht hatte, war es mir eigentlich wurscht, wie das dann so weitergeht. Ja? Also jedenfalls habe ich jetzt zwei so Schiffchen für so Spitzengeklöpple. warum weiß ich nicht. Also das kann ich genauso nicht erklären, wie warum spinne ich Wolle, warum stricke ich Westen, warum häkle ich Zeugs in Ringe, damit ich was an die Wand hängen kann. Wozu, ich weiß es nicht. Weil Spaß macht, aber ansonsten weiß ich es nicht. Und ja, naja, wenn es Spaß macht, also das weiß ich jetzt noch nicht, ob das auch Spaß macht, das muss ich erst rausfinden. Aber ich habe zumindest einmal die Dinger. Also ich könnte heute schon damit starten, könnte ich. Glaube ich aber nicht dran, weil auch heute ein sehr langer Tag ist. Und ich spät heimkommen werde und dann will ich nicht mehr. Käme ja, dann will ich nicht mehr. Außer mich auf die Couch knotzen und deppert mein Spiel spielen am Handy, bis mir die Augen zufallen und dann ins Bett gehen, so ungefähr. So, wir haben jetzt kurz nach 7, ich muss jetzt eh aufhören, weil ich muss ja heute in die Arbeit gehen, auch noch, Freunde. Ist ja nicht so, dass ich nur für euch Zeit habe. Ja, also heute langer Tag. Ne? Ja, aber wurscht. Ich werde im Laufe des Tages das Video dann fertig machen, hochladen, und ihr kriegt das dann immer noch am Dienstag serviert. Ich gebe mir Mühe. Ja. Als nächstes habe ich mir gedacht, mache ich wieder einen Wochenvlog, aber ich glaube, das wird nichts, weil mir diese Konsequenz ein bisschen fehlt und mir schon beim ersten Wochenvlog auf die Nerven gegangen ist. Also den wird es vielleicht hin und wieder geben, aber sicher nicht mit einer Regelmäßigkeit. Ich bin schon froh, wenn ich überhaupt ein Video rauskriege und überhaupt was habe, was in die Kamera halten kann. So, irgendein Thema wollte ich noch mit euch bequatschen. Es ist immer so, schreibst du das nicht auf, ist wieder irgendwas. Egal. Vielleicht schreibe ich mir mal was auf. Apropos aufschreiben, weiß ich nicht, ob ich das heute auch mache, aber wohl heute könnte ich auch das machen. Das letzte Mal, beim letzten Wolle-Video, also nicht beim Wochenvlog, sondern beim Wolle-Video, man höre und staune, und man kann auch selber nachschauen, wenn man möchte,
habe ich zeitgerecht, nämlich bevor das Video veröffentlicht wurde, meine Infobox gefüllt. Jawohl, ich habe Shownotes gemacht. Ich habe Shownotes gemacht. Es ist nur kaum jemandem aufgefallen, glaube ich. Weil man so gewohnt ist, dass es keine gibt, hat man da auch nicht hineingeguckt. Aber es gab welche. So. Und ich werde mich bemühen und für die Monsterdecke und die Weste und vielleicht auch für die Dinger da, also für drei Dinger, das könnt ihr schaffen, Shownotes in die Infobox schmeißen. Extra für euch zum Nachgucken. Ich arbeite dran. Ne? Dienstagformat, Shownotes, Kulisse wieder da. So, Freunde. Halt sehr fest, gell? Bussi auf eure Bauchis und Babatschi.